sind noch immer 26 Minuten. Oh, Jesus. Hui, der hat erst 19 Kilometer runter. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann wisst ihr das bereits. Ich sitze gerade in einem Ioniq Facelift. Ganz kurzer Funfact, ich habe meinen Ioniq abgegeben, weil der repariert wird und für alle E-Mobilitätshasser, nein, es ist nichts am Elektroantrieb oder an der Akku, sondern der hat einfach eine starke Abnutzung am Lenkrad und da man bei Hyundai nur mal 5 Jahre Garantie hat, Kilometer unbegrenzt, bin ich der Meinung, dass man 70.000 Kilometer, da sollte das Lenkrad jetzt noch nicht so abgegrabbelt sein und dementsprechend bekommt er ein neues Lenkrad. Dort angekommen sehen meine entzündeten Augen ein Ioniq Electric Facelift auf dem Hof stehen. Tja, ja, wie ich halt bin, kontaktscheu, habe ich den doch gleich mal angesprochen, ob man diesen nicht mal direkt Probe fahren kann. Übrigens ist keine Werbung, ich bekomme dafür nichts. Das ist eine ganz normale Probefahrt und klar, die Fahrzeuge sind halt auf dem, sind halt gebrandet, das ist normal. So, ich will euch nur mal so ein paar Punkte zeigen, die mir als Ioniq-Fahrer aufgefallen sind. Ich weiß nicht, ob sie spezifisch Facelift sind. Also erstmal ist das nicht schön gemacht. Also hier ist eine, ich weiß nicht, ob man sehen kann, hier ist eine scharfe Kante. Dieser Plastikeinsatz sitzt nicht richtig drauf. Und guck mal, der ist so neu, der hat sogar noch die Schutzfolie auf der Heckkamera. Ich habe mich schon gewundert, warum das so ein Blaustich war, als ich hier rückwärts eingeparkt habe. So. Ioniq. Ganz kurz, wird kein klassisches Video, irgendwie bla 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 Video, das ist der neue Ioniq, sondern was mir aufgefallen ist, hier hat er jetzt eine kleine Seitentasche, das war vorher hier nicht. Und was mir auch noch auffällt, ist, klar, kennt man, die Leuchten, alles hat man schon tausendmal gesehen. Aber was mir auffällt ist, der Boden ist weitaus höher. Also schreibt es mal bitte in die Kommentare, ob ihr wisst, ob der Ioniq Facelift auch Akku im Boden hat. Ich bin der Meinung, der hat nach wie vor nur hinten den Akku. Aber der Boden ist wesentlich höher. Ein Ioniq-Fahrer erkennt es vielleicht auch hier an der Kante zum Sitz. Also entweder ist der Sitz niedriger oder der Boden ist höher. Eins von beiden. Aber wenn ich mich jetzt reinsetze und die Beine anziehe, dann sieht man schon, dann bin ich hier schon am Lenkrad dran und das ist bei meinem Ioniq nicht. Und dieser hier, das Lenkrad, ist ganz nach oben eingestellt. Ein paar Details, die jetzt ein bisschen hochwertiger wirken, sind so hier diese Seitenteile. Die sind jetzt so ein bisschen Anthrazit glänzend, poliert, gebürstet, irgend sowas gemacht. Das ist in meinem noch schwarz. Natürlich, das gesamte Interieur hat sich verändert. Ne? Also riesengroße Medieneinheit, hat jetzt auch eine App und hat hier diesen SOS-Call. Und ja, hat natürlich ein großes, ganz anderes Display hier vorne. Was dieses Loch hier bedeuten soll, das weiß ich leider nicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt für kleine Leute ist, dass wenn die hier so gucken und nicht über den Lenker gucken können, dass die trotzdem die Straße sehen oder was das für eine Bewandtnis hat. Was genaues weiß man nicht, ne? Ansonsten cooles Auto. Ich werde mal eine Runde drehen. Warum ich mich aber eigentlich melde und dafür habe ich jetzt 4 Minuten gebraucht, ist diesen Sonntag, 3.11., unser erster Community Cast, unser Livestream hier auf dem Kanal. Link packe ich mal unten in die Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall rein. Wir freuen uns über rege Beteiligung. Warum? Denn
unser Livestream wird kein klassischer Livestream, irgendwie, dass wir News abarbeiten und dann mal mit der Community reden, sondern wir wollen mit euch interagieren. Wir wollen mit euch sprechen. Wir wollen von euch erfahren, was interessiert euch? Wie findet ihr unsere Videos? Was ist in der letzten Woche passiert? Welche Themen sind für euch interessant und wollen mit euch live und direkt gerne diskutieren und sprechen. Und das wird am Sonntag um 19 Uhr, den 3.11. zum ersten Mal passieren und ab dann höchstwahrscheinlich wöchentlich, wenn nicht mindestens zweiwöchentlich. Das werden wir beim Livestream selbst dann noch bekannt geben. Aber ich würde mich freuen, wenn möglichst viele einschalten, wenn wir mit möglichst vielen diskutieren und sprechen können. Das wird unser neuer Community Cast, wo wir eben, wie gesagt, mit euch direkt in Verbindung treten. Das war eigentlich der Grund, warum ich mich gemeldet habe. Ansonsten werden demnächst natürlich nochmal Videos folgen für den Echo Grand Prix. Da verlinke ich mal die Playlist hier unten in der Videobeschreibung. Wirklich, kommt vorbei, schaltet ein. Auch da werden wir 24 Stunden Livestreamen, aber da gibt es noch ein paar neue Infos. Ansonsten fahre ich jetzt mal Ioniq Facelift. Und ja, ich darf jetzt eigentlich nicht so viel fahren. Er hat einen 52%, 148 Kilometer Restreichweite. Aber jetzt ganz im Ernst, unter uns. Natürlich werde ich die Ladeleistung testen. Deswegen suche ich mir jetzt mal einen HPC-Charger raus und dann geht's los. So, jetzt bin ich am HPC-Charger der Telekom hier in der Lise-Meitner-Straße angekommen und was ich auf dem Weg hierher auf jeden Fall schon mal festgestellt habe, ich habe es gerade erwähnt, der Fußboden ist auf jeden Fall deutlich höher oder ansteigend oder so, keine Ahnung. Also als jemand, der 70.000 Kilometer mit dem Ioniq gefahren ist, muss ich sagen, der ist höher, der Fußboden, und es zeigt sich in Kurven, dass der neue Ioniq einen deutlich anderen Schwerpunkt hat. Also der Schwerpunkt ist deutlich unten. Würde mich mal interessieren, ob hier auch ein Teil des Akkus im Unterboden verbaut ist oder irgendwas anders verbaut ist. Denn bisher hatte der Akku, der Ioniq ging ja immer hinten Kofferraum, Rückbank und so in dem Bereich. Und das führt natürlich bei dem Frontgetriebenen, der vorne relativ wenig drin hat, dazu, dass er dann halt immer so ein bisschen über die Vorderachse geschoben hat, wenn man zu schnell in eine Kurve gegangen ist. Das Gefühl hat man zumindest bei dem hier nicht. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Er hat einen Ladezustand von 42%. Mehr konnte ich jetzt leider nicht rausfahren auf der kurzen Strecke. Hab den Wagen leider auch nicht so lange. Das ist jetzt ein ganz spontaner Test. Und jetzt sagt er 44 Minuten bis 80%. What the heck? 73 Ampere, 329 Volt, 24 kW. Also als Ioniq-Fahrer muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, das ist, der fährt sich, also Fazit machen wir später, aber das ist jetzt auf jeden Fall nichts. Ich zeig euch das mal. Er sagt mir jetzt 2 Stunden 13 von 43 auf 100% und in 43 Minuten auf 80%. Das bedeutet im Umkehrschluss ja, dass er von 80 auf 100% anderthalb Stunden brauchen möchte. Also jetzt mal, lassen wir mal die Logik außen vor, ob man jetzt an einem HPC-Charger wirklich bis 100% laden sollte. Aber es ist ja nun das, was maximal möglich ist. Und da bringt er wieder anderthalb Stunden, um auf 100% zu kommen, das ist schon creepy. Also er lädt jetzt auch bei 43% mit 25 kW an einem HPC-Charger. Also man sieht es hier unten und das zeige ich euch auch gleich nochmal. So, ein bisschen später am Tag, aber deswegen nicht weniger weit aktuell, habe ich meinen Ioniq jetzt wieder abgeholt. Denn ich habe, während ich geladen habe, auch parallel so ein paar anderen E-Mobilisten geschrieben und habe denen die Bilder geschickt vom neuen Ioniq. Und die haben gesagt, ja, jetzt ist ja kalt, kannst ja nicht vergleichen und so. Oder, keine Ahnung, der Wagen ist kalt. Mein Wagen
War zwar in der Werkstatt, aber der stand auch draußen die ganze Zeit, bis auf 10 Minuten, wo er mal kurz an ihm geschraubt wurde. Dann gucken wir doch mal. Der hat sogar gerade aktuell ein bisschen weniger ist gut. 12% State of Charge hat er gerade. Und dann gucken wir doch mal, was er jetzt sagt, wenn er jetzt anfängt zu laden. Müsste er jetzt gleich sagen, wie lange die Restdauer ist oder was er schätzt, was die Restdauer sein wird. Und da steht's: 21 Minuten bis 80%. Mit 12%. So, ich lasse das jetzt mal wertungsfrei offen. Ne, das muss jeder für sich selber entscheiden, ob dieses Fahrzeug für ihn ausreicht oder sonst irgendetwas. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Man sollte dabei auch immer den Wiederverkaufswert oder wenn man es halt irgendwann doch immer mal veräußern möchte, das Fahrzeug, sollte man das auch berücksichtigen. Denn natürlich reicht es für die Leute, die lokal unterwegs sind, reicht es aus und wird nie zum Tragen kommen, dass er relativ langsam an DC lädt. Aber es grenzt natürlich meine Käuferschicht ein. Das bedeutet, also wenn ich irgendwann dieses Fahrzeug loswerden möchte, dann gibt es viele, die vielleicht sagen, naja Mensch, kleiner Akku ist okay, aber ich fahre hin und wieder Langstrecke, da möchte ich, dass er schnell lädt. So, und die fallen für mich als potenzielle Kunden raus. Dementsprechend schmälert sich meine Käuferschicht und dann habe ich weniger Nachfrage und wenn ich weniger Nachfrage habe und höheres Angebot, dann logisch, dann ist auch der Wiederverkaufswert niedriger. Ansonsten sei gesagt, ich will meinen Ioniq um Gottes Willen nicht schlecht reden. Man darf nicht vergessen, dass dieser hier, ich glaube 2016 vorgestellt wurde, Anfang 2017 auf den Markt kam, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich habe ihn Ende 2017 gekriegt. Es gibt, Geschmäcker sind verschieden. Der eine sagt, wow, das ist State of the Art. Der nächste sagt, der sah ja schon, als er rauskam, aus. Als wäre er 3 Generationen zu alt. Also es ist natürlich immer Geschmackssache und das wird es beim neuen Ioniq genauso geben. Für mich muss ich einfach sagen, von der grundlegenden Haptik, vom Gefühl her, wenn ich so die Sachen anfasse, auch mit den Touch-Tasten und so, sehr interessant. Die reagieren wirklich nur hier kapazitiv, also auf Finger. Ich habe nämlich da mal mit dem Pullover drüber gewischt, mal die Fettfinger weggewischt und da haben sie nicht reagiert. Alles sehr cool, sieht wirklich mit dem Ambiente-Licht und so. Der Ioniq wirkt einfach erwachsener. Und ich kann es ja mal so rum zeigen, ich weiß nicht, ob man sehen kann. Hier haben wir ja diese Unterbrechung drin im Armaturenbrett. Und beim neuen, da ist es ja so eine durchgezogene Linie. Die Formsprache macht ihn einfach, sie lässt ihn größer wirken. Ja? Ob man das mag, muss man selber wissen. Man sollte es auf jeden Fall berücksichtigen und man sollte es auf jeden Fall vergleichen. Nicht einfach nur einen alten Ioniq Probe fahren, einen neuen sich reinsetzen und sagen, ist aber komisch. Wie gesagt, ansonsten ist der Ioniq auf jeden Fall erwachsener geworden. Er ist echt hübsch. Man hat, schade, dass sie diese farblichen Applikationen gänzlich weggenommen haben. Aber ansonsten ein tolles Auto. Mehr bleibt da nicht mehr zu sagen. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.